Sag mal, Kurt, heute am 23. Februar, ne? Schlage ich jetzt vor, dass wir keine Produkte mitnehmen, die irgendwas mit Pute zu tun haben, ne? Wegen Putin. Das ist unsere Sanktion, ja? Ja, genau. Das ist Die schmeißen wir in den Müll, ne? Eine sehr gute Idee. Die schicken wir nach Russland zurück. Schicken wir, die fahren wir mit diesem Auto hier direkt nach, nee, nach Russland fahre ich nicht, ne? Oder? Nee, ich glaube, nein, nein, können wir nicht. Die schmeißen wir einfach nur noch in den Müll und Aber wir können auf jeden Fall nochmal den Aufruf über diesen Weg hier starten, ne? Kauft keine Pute, kein Putenfleisch, damit wir nicht irgendwie in einen Zusammenhang geraten des Namens Putin, ne? Also Kurt, du bist ja jetzt gerade noch beschäftigt, ne? Aber eigentlich ist der Eindruck jetzt falsch, dass du heute nicht so gesprächig bist, aber ich kann die Gesprächigkeit wecken, indem ich einfach mal mitteile, dass du Großvater geworden bist, ne? Ja. Dass er jetzt einen kleinen Enkel Theo hat und das bahnte sich auf der letzten Tour vor einer Woche nämlich schon an. Deswegen war er da nämlich so besonders gut gelaunt, Ja, stimmt's? genau. Meine Müdigkeit, das muss ich direkt klarstellen heute, hängt nicht damit zusammen, dass ich sozusagen in Sorge um Theo wäre und keine Stunde geschlafen hätte heute Nacht. Die hatte andere Gründe, aber Theo ist da und der kleine Gag am Rande ist, Theo ist, das habe ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, Theo ist an seinem Namenstag geboren. Ja, Und mal das als. hatte nichts miteinander zu tun. Es ist der blanke Zufall, der sich erst im Nachhinein herausgestellt hat. Also man muss dazu sagen, dass du katholisch bist, ne? Genau, ich bin katholisch und früher war das ja wohl so, dass Ja, das war wichtiger Kids als die Geburtstag, ne? benannt wurden nach dem Tagesheiligen. Und wenn das zusammenfällt, ist das ja wirklich optimal, ne? Das ist total gut. Also damit kann ich natürlich als Katholik auch davon absehen, dass Theo nicht Kurt heißt. Aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig und Ist gut. Kurt, wir haben jetzt echt ein Problem, ne? Was machen wir damit? Haben wir etwa Putin-Brust? Wir haben Putin-Brust. Das geht ja gar nicht. Das Gar müssen nicht. wir irgendwie Also entsorgen, ich ne? finde, das müssen wir erst. Ja, das müssen wir entsorgen und dann müssen wir das melden. Wem? Das müssen wir den Kollegen melden nach dem Motto, ihr schließt euch doch wohl zumindest dieser Solidaritätsaktion an. Putin-Brust kommt in Deutschland nicht mehr auf den Tisch. Das machen wir, ne? Ja. Motto 17. 1,5. So. Ja, hier ist die Kölner Tafel, Klaus Riedel. Ich wollte fragen, ob wir heute bei Ihnen vorbeikommen können. Sie haben nichts da, das ist aber wirklich sehr schade. Letztes Mal hatten Sie so schöne Sachen für uns. Dann rufen wir nächste Woche wieder mit an, ne? Am Aschermittwoch. Da haben Sie wahrscheinlich noch ein paar Berliner oder so, ne? Ja, gut. Also, bis dann. Tschüss. Tja, Kurt, das war nix. Kurt, mit Wien war ja jetzt nichts, ne? Weil ich da angerufen habe wahrscheinlich, ne? Nächstes Mal wirst du wieder anrufen. Aber jetzt waren wir gerade bei Lidl, das heißt der Lidl, wo die rothaarige Frau, die du so interessant findest, eigentlich da war, aber die wollte nicht mit uns hinten in ein Lager gehen, ne? Also die hat dann einfach irgendwie den Schlüssel irgendeiner anderen Frau Ich kann mir zugeworfen. das, Klaus, ich kann mir das nur so erklären, dass du ihr irgendwie schräg gekommen bist und da konnte sie sich schon gar nicht mehr Also ich vorstellen, bin von dass vorne ich gekommen, so ne? ein Netter, ne, mit einem Typen wie dir hier unterwegs bin. Naja, schon. Also ich war wirklich sehr freundlich und habe auch immer geguckt, dass auch wirklich die rothaarige Frau da ist und nicht jemand anders. Aber die war jetzt tatsächlich so beschäftigt mit Einräumen, dass sie da jetzt irgendwie nicht so schnell weg konnte, glaube ich. Aber wir haben dabei jetzt gerade nochmal festgestellt, dass die meisten Leute, mit denen wir hier zu tun haben,
Wie sagt man das jetzt korrekt? Also, ja, das ist schwierig auszudrücken. Ne? Also Bio-Deutsch sagt man ja ab und zu mal, ist ja ein blöder Ausdruck. Ja. Ne? Aber auf jeden Fall irgendwie eine Lebensgeschichte, die, sagen wir mal, von fernen Ländern erzählt. Ne? Ja. Das ist doch jetzt ganz schön ausgedrückt, ne? So, oder? Das ist auch schön ausgedrückt. Ja. Wir wissen ja auch nicht, um welche dritte, vierte Generation es sich da handelt und ob es überhaupt noch berechtigt ist, davon Migrationshintergrund oder so zu sprechen. Aber es sind eben Menschen überwiegend doch aus diesem anderen Milieu. Ja, und vor allen Dingen einfach doch Leute, die dann guten Job haben, ja, in der Organisation, der Lager, das, ne, das Verwalten so einer Filiale, die nicht unbedingt jetzt eine deutsch-germanische Herkunftsgeschichte, ja, haben. Ja, und es wirkt ja so, als wenn die da auch quasi so eine gute berufliche Entwicklung genommen haben. Ja, die wirken eigentlich alle immer sehr souverän und sehr klar, ja, und sehr, ne, so. Und ich denke, wenn du so eine Filialleitung hast, dann bist du ja wahrscheinlich irgendwie ein BWL-Studium oder zumindest eine weitreichende und eine bessere interne Ausbildung haben. Ja, auf jeden Fall. Sag mal kurz, wir hatten doch letztens diese geschälten Kartoffeln und dann hatten wir auch den Teig vom Riefkuchen. Ne? Das hier, ne, ist doch jetzt eigentlich noch eine Steigerung. Also wenn du jetzt einfach Kartoffeln hast, die auch noch klein geschnitten werden und dann in so einem großen Beutel, ist doch super, ist oder? Ist das für Püree oder sowas? Und was hast du denn hier aus der Kiste noch gerade eben hochgezogen? Ja. Da habe ich jetzt hier eine riesen... Oh, kann ich gar nicht tragen. Hallo. Ist das eine Familienpackung? Das ist eine Verwandtschaftspackung. Da musst du 10 Leute einladen und sie jetzt die nicht aufregen. Ja, und willst du nicht Angelika noch so einen Topf mitbringen? Nachträglich? Valentinstag? Die reißt mir den Hals ab nach dem Motto, weißt du nicht, wann Valentin ist? Ja, jetzt sind wir am Ende unserer Tour am 23. Februar. Wir haben heute Morgen bei der Pause bei Andreas Rewe ja den Karlauer losgelassen mit dem Putenfleisch. Wir haben das Putenfleisch jetzt doch ausgeliefert, heute bei der ersten Auslieferung. Aber wir haben den ganzen Tag natürlich über diese ganze Scheißsituation diskutiert und sind immer noch schwer in Sorge, dass dieser verrückte Putin irgendwie weiterhin irgendwie so einen Scheiß da baut. So, da sind wir aber erstmal und jetzt gibt es erstmal Auslieferung.